Wenn Sie gerade sagen, in Ihrer Ära, im Juni werden Sie 58, also es ist noch ein bisschen bis zur Pension. Aber jetzt weiß man so Übergangsprozesse, die dauern immer Jahre. Und wie planen Sie eigentlich die nächsten Jahre für Sutterlötti und vielleicht sogar auch die Zeit nach Ihnen? Ja, bei uns gibt es schon ein Next Generation Projekt seit 3 Jahren mit meinen Kids. Und ich bin sehr froh, dass es einen Nachfolger gibt, der nächstes Jahr startet, der Florian. Der war jetzt 15 Jahre praktisch im Ausland, hat sich seine Spuren in allen möglichen Ländern verdient, hat viel internationale Erfahrung gesammelt. Und ich bin sehr dankbar, dass er den Weg zurück nach Vorarlberg findet. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind das am Vorbereiten. Wir legen die Strukturen dafür. Wir lassen uns auch begleiten in diesem Prozess. Und im kommenden Jänner wird er bei uns einsteigen. Und ich freue mich schon sehr darauf.